Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Esto mihi heißt dieser Sonntag. Das ist lateinisch. Sei für mich ein starker Fels und eine Burg. Ein Wort aus dem 31. Psalm. Der, der diesen Psalm betet, ruft Gott um Hilfe an und er weiß gleichzeitig: Gott, du bist meine Rettung. Du bist für mich wie ein Fels, wenn alles um mich herum unsicher ist. Du bist für mich wie eine Burg, in der ich sicher und geborgen bin. An diesem Sonntag feiern wir den letzten Sonntag vor der Passionszeit. Jesus macht sich auf den Weg nach Jerusalem. Dort werden ihn die Menschen jubelnd empfangen. Dort wird er ausgelacht, verhaftet, geschlagen. Dort wird er sterben und dort wird er auferstehen. Jesus macht sich auf den Weg nach Jerusalem. Es wird ein anstrengender Weg, aber er geht ihn für uns, damit wir, wenn wir einmal ausgelacht werden, wenn wir an unsere Grenzen kommen, wenn wir einsam sind oder sterben, damit wir dann nicht allein sind. Darum geht er diesen Weg für uns. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Sei gelobet der Name des Herrn. Vom Aufgang der Sonne, vom Aufgang der Sonne, sei gelobet der Name des Herrn. Sei gelobet der Name des Herrn. Sei gelobet der Name des Herrn. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Kommt, wir gehen nach Jerusalem, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Kommt, wir gehen nach Jerusalem, aber dort wird der Menschensohn viel leiden. Seine Jünger verstanden nicht, was er damit meinte. Einige sagten: Jerusalem ist doch eine tolle Stadt, schön, dass wir da hinkommen können. Einer ahnte, dass Jesus über sich selber redete, davon redete, dass er selber dort leiden würde. Und er sagte ihm: Ach du doch nicht, dir wird schon nichts passieren, ich werde dich beschützen. Jesus aber sagte: Lass mich in Ruhe, ihr versteht mich nicht. So gingen sie los. Und als sie eine Zeit gewandert waren, kamen sie zu der Stadt Jericho. Jericho war eine alte Stadt, eine hohe Stadtmauer und darin ein großes, festes Tor. Durch dieses Tor mussten alle hindurch, die in die Stadt hinein wollten oder die aus der Stadt hinausgingen. Dort im Tor traf man sich immer wieder und dort im Tor saß ein Bettler, Bartimäus mit Namen. Der war blind. Jeden Tag saß er dort im Tor und alle, die vorbeigingen, fragte er: Habt ihr etwas zu essen für mich, etwas Geld? Und so lebte er von dem, was die Leute ihm gaben. Als nun Jesus und seine Jünger sich der Stadt näherten, da hörte Bartimäus, dass Jesus kommt. Und als Jesus und seine Leute immer dichter kamen, da schrie Bartimäus auf einmal ganz laut: Jesus, hilf mir! Die Leute sagten: Psch, sei leise! Hör auf, uns zu stören! Bartimäus schrie weiter: Jesus, hilf mir! Und auch die Jünger von Jesus
sagten zu ihm, sei still, vielleicht wird Jesus jetzt was Wichtiges sagen und du schreist hier so rum. Aber Bartimäus hörte nicht auf zu schreien. Jesus, du Sohn Davids, hilf mir! Und Jesus blieb stehen. Bartimäus, komm her, sagte er. Und Bartimäus stand auf. Sein Mantel, sein ganzer Besitz, den er hatte, der fiel ihm von den Schultern, der blieb achtlos liegen. Und ganz vorsichtig, ein Schritt nach dem anderen, ging Bartimäus auf Jesus zu. Schließlich stand er vor Jesus. Was soll ich für dich tun? Fragte Jesus ihn. Und Bartimäus sagte, Herr, ich möchte sehen können. In diesem Moment gingen ihm die Augen auf und er konnte sehen. Und Jesus sagte zu ihm, dein Glaube ist groß, mein Sohn. Und alle, die um ihn herum standen, wunderten sich. Bartimäus aber lobte Gott und dankte Jesus und lebte sein Leben von nun an ganz fröhlich. Denn er hatte Jesus gesehen, den Sohn Gottes, den, der ihn retten wird. Öffne meine Augen, dass sie sehen die Wunder an deinem Gesetz. Öffne meine Augen, dass sie sehen die Wunder an deinem Gesetz. Die Gott suchen, die Gott suchen, denen wird das Herz aufleben, denen wird das Herz aufleben, die Gott suchen, die Gott suchen, denen wird das Herz aufleben, denen wird das Herz aufleben. Öffne meine Augen, dass sie sehen die Wunder an deinem Gesetz. Öffne meine Augen, dass sie sehen die Wunder an deinem Gesetz. Amen. Ich habe zwei Vorschläge für euch. Ein Vorschlag, nehmt euch ein Tuch und nehmt euch einen Gegenstand, den ihr unter diesem Tuch versteckt. Und dann lasst jemand anderes, eure Geschwister oder eure Eltern, tasten und raten, was wird das wohl sein, was für ein Gegenstand ist das? Es hat Stacheln. Vielleicht ist das ein Igel? Naja, fast. Fast wie ein Igel. Vielleicht findet ihr was anderes, was die Eltern, die Geschwister erraten können. Oder was die anderen für euch unter einem Tuch verstecken und ihr müsst tasten und herausfinden, was ist das wohl? Und wenn euch das zu langweilig wird, lasst euch die Augen verbinden und lasst euch von jemandem durch den Raum führen. Vielleicht vorsichtig schieben, vielleicht vorsichtig ziehen. Oder die ganz Mutigen unter euch, nur mit Worten, komm her, komm her. Und versucht, denjenigen zu finden, der euch ruft. Viel Spaß. Wir gehen hinauf nach Jerusalem in leidender Liebe Zeiten und sehen, wie einer für alle stirbt, um uns seinen Platz zu bereiten. Wir gehen hinauf nach Jerusalem.
Kosten von einem so bittern Kelch. Die Angst soll uns nicht von ihm treiben. Wir gehen hinauf nach Jerusalem, das Opfer der Welt zu sehen, zu spüren, wie unsere Not vergeht und unter dem Kreuze zu stehen. Wir gehen hinauf nach Jerusalem, zur Stätte der ewigen Klarheit, wo Leiden und Ohnmacht in unserer Welt, da finden wir Christus in Wahrheit. Und während die Kinder vielleicht Abwaschbürsten, einen Hammer oder was auch immer suchen, haben wir Großen einen Moment, um über die Nachfolge nachzudenken. Das ist das große Thema, was über diesem Sonntag steht. Wir folgen Jesus nach. Seine Jünger haben es nicht verstanden, jedenfalls damals noch nicht. Und die Evangelien beschreiben auch ganz deutlich, dass die Jünger nicht verstehen, damit wir umso besser verstehen, worum es denn geht. Nachfolge Jesu, ihm nacheifern, mit ihm gehen. Das hört sich für mich immer sehr groß und dramatisch an. Ich habe Menschen vor Augen, die für ihren Glauben wirklich gelitten haben. Manche sogar mit ihrem Leben dafür bezahlt haben. Aber bei der Nachfolge geht es um ganz anderes. Es geht gar nicht um diese großen dramatischen Beispiele von Menschen, die alles aufgeben und dem Wort Gottes folgen, sondern es sind die kleinen Schritte, die wir alle immer wieder gehen. Der Schritt, den Bartimäus geht, dass er ein paar Schritte geht auf Jesus zu. Den Satz, den Bartimäus sich zu sagen traut, Herr, ich möchte sehen können. Die Jünger, die mit Jesus mitgehen. Es sind nicht die großen Helden, die heldenmütig ihr Leben riskieren, sondern es sind einfache Menschen, so wie du und ich. Und sie gehen einen kleinen Schritt, der sich manchmal von innen drin ganz groß anfühlt. Dass wir uns mutig auf den Weg machen, einen Schritt auf Gott zuzugehen. Nicht alles in Frage stellen, nicht alles über Bord werfen, sondern einen kleinen Schritt, vielleicht einmal mutig den Mund aufmachen, wenn es darum geht, für jemanden anderen einzustehen, jemanden zu verteidigen, der ausgelacht oder gemobbt wird. Oder es ist der eine Satz, den Bartimäus sich traut zu sagen, Herr, ich möchte sehen können. Wenn wir uns einüben, Gebete zu sprechen, unser Herz vor Gott zu öffnen, es ihm auszuschütten. Nachfolge Jesu, das sind die großen Schritte, aber jeder große Weg fängt ganz klein an. Wenn wir nur die großen Schritte sehen, dann trauen wir uns nicht, das zu gehen. Dann trauen wir es uns nicht zu. Aber eigentlich ist es ganz einfach. Jede und jeder von uns kann es schaffen, die Worte zu hören und danach tun. Die kleinen Schritte, die sollen wir gehen, die können wir gehen. Amen. Herr, öffne mir die Herzenstür, zieh mein Herz durch dein Wort zu dir. Lass mich dein Wort bewahren rein. Lass mich dein Kind und Erbe sein. Dein Wort bewegt des Herzens Grund. Dein Wort macht Leib und Seel gesund.
Mund. Dein Wort ist das, mein Herz erfreut. Dein Wort gibt Trost und Seligkeit. Ehre sei dem Vater und dem Sohn, dem Heiligen Geist in einem Thron, der heiligen Dreieinigkeit, sei Lob und Preis in Ewigkeit. Gott, du bist für uns wie ein Fels, wie eine Burg. Du schenkst uns Sicherheit und Geborgenheit. Wir bitten dich für alle Menschen, die unsicher sind. Wir bitten dich für alle, die kein Dach über dem Kopf haben, dass du ihnen Menschen schenkst, die mit ihnen teilen. Wir bitten dich für alle, die Angst haben, dass du ihnen Menschen schenkst, die sie ermutigen. Wir bitten dich für alle, die Hunger haben, dass wir lernen, die Gaben, die du uns gibst, miteinander zu teilen. Wir bitten dich für alle, die krank sind, dass du sie gesund machst. Für alle, die traurig sind, dass du sie tröstest. Wir bitten dich für alle, die fröhlich sind, dass du sie behütest und mit ihnen singst und tanzt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden.